Herzlich willkommen zu diesem Video, zu diesem vierten Video aus meiner Reihe Microsoft Excel 2016 erste Schritte. Und in diesem Video geht es jetzt darum, dir zu zeigen, wie man auch mit nicht benachbarten Zellen etwas berechnen kann oder auch dann machen kann. Und ich tippe dafür jetzt einmal hier eine Zahl ein. Hier tippe ich ebenfalls eine Zahl ein und du siehst, dass sie nicht unmittelbar nebeneinander liegen. Und hier oben tippe ich ebenfalls eine Zahl ein. Und ich möchte jetzt hier eine Berechnung durchführen, die mache ich jetzt wo ganz anders. Und diese Berechnung führt man ja, wie du ja schon aus den vorgehenden Videos weißt, immer indem man in eine Zelle hineingeht, also durch einen Doppelklick oder durch zum Beispiel Funktionstaste F2 und dann das Einfügen eines Gleichzeichens. Und wenn ich jetzt hierher gehe und dann ein Plus drücke, dann gehe ich hierher, dann wird dieser Zellenname, diese Zellenbezeichnung eingetragen. Jetzt drücke ich wieder ein Plus, dann gehe ich hierher. Und drückt dann Enter, dann werden genau diese Zellberechnungen dann auch durchgeführt. Ich kann aber auch gleichzeitig zum Beispiel auch noch Formatierungen vornehmen. Wenn ich jetzt hier hergehen würde, das hier herunterziehen würde, bei gedrückter linker Maustaste, könnte ich jetzt zum Beispiel hergehen, ich gehe jetzt hier in die Registerkarte Start und wähle hier dann die Formatierung Fett zum Beispiel aus. Wenn du dich erinnerst, ich kann das hier auch mit der rechten Maustaste im Kontextmenü machen, kann hier ebenfalls Formatierungen vornehmen. Kann es auch wieder wegnehmen. Ich kann aber auch gleichzeitig mehrere auswählen, indem ich hier die Steuerungstaste gedrückt lasse. Also ich lasse die Steuerungstaste gedrückt, lasse sie hier gedrückt, dann ist dazwischen nichts markiert. Dann gehe ich hier, sie ist ebenfalls markiert und dann ebenfalls hier. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel die rechte Maustaste öffnen, also drücken, dann öffnet sich das Kontextmenü, drücke hier auf Fett und diese verschiedenen angeordneten Zellen werden dann dementsprechend dann gleichzeitig dann formatiert. Ich muss also nicht nacheinander hingehen und dann extra wiederum das Fett formatieren, sondern kann sie praktisch gleichzeitig dann bearbeiten. Ich kann dieses Markieren mit der Steuerungstaste aber auch dann gut verwenden, wenn ich mit einer Formel arbeite. Ich mache also hier wieder das Gleichzeichen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Summenformel hier verwenden würde, also wenn ich etwas zusammenzählen würde, würde ich mir dann hinschreiben F13 bis F21, das heißt hier dieser obere Bereich. Das möchte ich jetzt aber nicht, sondern ich möchte hier diese und diese Zelle hier zusammenzählen. Wenn ich jetzt hier wieder den Bereich mehr auswählen wollte, ich klicke mit der linken Maustaste hier hinein und klicke jetzt hierher, dann schreibt er mir in die 21. Und wenn ich jetzt hierher gehen würde, schreibt er mir die 18. Und hier ist diese Angabe dann für die 21 verschwunden. Damit mir das nicht passiert, klicke ich jetzt nochmal hierher, lasse jetzt die Steuerungstaste gedrückt, klicke hierher und du siehst, dass er hier dann einen Strichpunkt einfügt. Klicke hierher und hierher und er hat dann praktisch hier die 21, E18, H18 und J6 eingetragen, also die Bezeichnung für diese einzelnen Zellen. Und das hätte er nicht gemacht, wenn ich nicht die Steuerungstaste gedrückt hätte. Ich drücke jetzt einmal die Enter-Taste, bin jetzt hier, drücke OK und er hat dann tatsächlich, wie du es auch hier oben sehen kannst, in dieser Bearbeitungsleiste siehst du ja dann hier diese Formel, hat er hier dann den Inhalt dieser Zellen hier dann zusammengefasst. Also, du siehst, mit Hilfe der Steuerungstaste kann ich auch nicht benachbarte, also nicht unmittelbar zusammenhängende Zellen, mit denen dann trotzdem Berechnungen durchführen. Zum Beispiel auch mit Hilfe von solchen vorgegebenen Formeln. Danke für die Aufmerksamkeit.